Hallo ihr Lieben, ich habe für euch ein perfektes, einfaches Lachsrezept, das super zu Reis, Nudeln oder Kartoffeln passen. Wir fangen mal direkt an. Viel Spaß! Wir benötigen Knoblauch, Tomaten und Zwiebeln. Das einmal schälen und fein hacken. Den Lachs einfach auf beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Den Lachs dann in 2-3 Esslöffel Pflanzenöl scharf anbraten, so circa 2-3 Minuten auf jeder Seite. Den Lachs nehme ich erstmal wieder aus der Pfanne heraus. In dieselbe Pfanne gebe ich dann so circa einen Esslöffel Butter hinzu, lasse das kurz schmelzen und füge dann Zwiebel, Knoblauch erstmal hinein. Das wird dann auch so circa 2-3 Minuten angedünstet. Als nächstes kommen die Tomaten hinein, auch ebenfalls 1-2 Minuten mit weiterdünsten. Das Ganze wieder mit Salz und Pfeffer würzen. Wer mag, kann noch Oregano oder italienische Kräuter noch mit hinzufügen. Als nächstes gebe ich den Blattspinat hinzu. Den braucht ihr nicht klein schneiden, der fällt sowieso in sich zusammen. Nach einer Minute gebe ich dann Sahne hinzu und ich habe jetzt hier 1 Esslöffel Mehl mit 10 Esslöffel Wasser vermischt, klümpchenfrei verrührt, das habe ich jetzt hier mit hinzugegeben, und Parmesan. Das einmal sehr gut miteinander verrühren und wenn es anfängt leicht zu köcheln, gebe ich noch an den Saft einer halben Zitrone hinzu und den angebratenen Lachs. Das Ganze mit geschlossenem Deckel wieder ca. 2-3 Minuten köcheln lassen und dann ist das auch schon servierbereit. Das ist wirklich schnell gemacht, super lecker für Mittag- oder Abendessen, wenn man keine Zeit hat, wirklich schnell gekocht. Dazu könnt ihr Kartoffeln servieren oder Spaghetti oder Reis. Ich habe es mal mit Reis gemacht, mal mit Kartoffeln. Einfach lecker. Falls euch das Rezept gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.